Hallo ihr Lieben, heute gibt es die Anleitung für diese coole rote Bucket Bag. Und zwar ist diese Anleitung heute inspiriert vom Buch Das Café der kleinen Wunder von Nicola Burro. Denn in diesem Buch spielt eine rote Handtasche eine ganz entscheidende Rolle. Wir beginnen mit dem Boden der Tasche, für den wir einfach einen Kreis zuschneiden. Die Maße für die Seiten der Tasche leiten wir uns daraus ab. Dafür berechnen wir den Umfang des Kreises. Bei meinem Teller von 24 cm Durchmesser ist das ungefähr ein Umfang von 75 cm. Dementsprechend schneiden wir das Seitenstück zu, die Länge, sodass sie einmal gut im Kreis passt, also die 75 cm, und die Höhe ca. 7 cm höher als die Tasche hoch sein soll, bei mir sind das 38 cm. Als erstes klappen wir jetzt oben, also an der langen Kante, 5 cm um, damit die Tasche am Ende oben einen schönen Abschluss hat. Die Breite dieser umgeklappten Kante hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Ösen sind. Meine sind 1,4 cm im Durchmesser. Das sieht sehr harmonisch aus auf dieser 5 cm breiten Kante. Haben wir alles festgesteckt oder abgeklippt, steppen wir das einmal kurz ab. Als nächstes können wir schon den Schlauch unserer Bucket Bag zusammennähen. Dazu legen wir die beiden roten Seiten aufeinander und steppen auch hier entlang der kurzen Seite einmal ab. Dann bringen wir unseren Boden an, also das runde Teil. Das habe ich mit recht vielen Clips festgeklippt, da es natürlich ein bisschen schwieriger zu nähen ist als die bisherigen geraden Seiten. Das ist aber auch schon der schwierigste Part an der ganzen Tasche. Mit recht vielen Clips oder Stecknadeln hat es ganz gut funktioniert, einfach ein bisschen langsamer nähen. So, jetzt können wir unsere Tasche auch schon wenden, damit wir gut sehen, wo wir die Ösen anbringen müssen. Damit die Kordel am Ende vorne gleichmäßig rauskommt, also aus zwei Ösen und zusammengebunden werden kann, braucht man eine gerade Anzahl Ösen. Ich habe 8 Stück verwendet und habe sie nach Augenmaß angebracht. Die genaue Position der Ösen habe ich mir mit einem Stift markiert und dann die Löcher vorsichtig mit einer kleinen Schere ausgeschnitten. Wie man Ösen genau anbringt, ist auf der Packungsbeilage nochmal beschrieben. Das ist eigentlich ganz einfach. Man steckt das einfach so zusammen, hat die Gerätschaft oder das Werkzeug, mit dem man es zusammenpresst, auch meistens in der Verpackung direkt mit dabei und dann hämmert man es einfach fest. Man muss nur darauf achten, welche Seite innen und welche Seite außen ist. Für den Träger habe ich einen langen Schlauch genäht, also ein langes Stück zugeschnitten, aufeinander geheftet und dann gewendet. Dafür gibt es sicherlich auch aufwendigere Methoden, das ist auf jeden Fall die einfachste. Das Wenden hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, das seht ihr hier schon. Und ich muss sagen, der Träger ist doch etwas lang für mich. Also nehmt euch die Zeit und probiert es wirklich nochmal an, bevor ihr es festnäht. Zum Befestigen habe ich einfach die 5 cm Naht genutzt, damit man das sonst nicht weiter sieht, und habe da einmal drüber gesteppt. Für die Kordel kann man natürlich jede Art von schöner Kordel verwenden. Ich habe dafür einfach noch ein Stück des Kunstleders genommen und habe es zusammengeklebt, weil es bei mir auf einer Seite weiß war. Wenn man ein rotes Leder hat, kann man natürlich auch einfach einen schönen schmalen Streifen zuschneiden. Mit dem Kleben war einfach am einfachsten, weil die Kordel dann doch recht schmal ist, und da nochmal drüber zu nähen, wäre nochmal eine ganz schöne Sisyphusarbeit gewesen. Also habe ich es einfach zusammengeklebt. Und wie ihr seht, hat das mit den Clips auch eigentlich ganz gut geklappt, weil dadurch ist es schön platt gedrückt und es ist eine richtig schöne Kordel geworden am Ende. Die Quasten am Ende sind natürlich kein Muss, gefallen mir aber super gut. Darum habe ich nochmal zwei kleine Stücken zugeschnitten und zu Quasten zusammengerollt. Ein weiteres Teil, was kein Muss ist, ist das Verbindungsstück, was die Kordel am Ende zusammenhält. Dafür verwenden wir auch einfach ein kleines Reststück. Legen es aufeinander und steppen in der Mitte kurz drüber. Um diese Teile zusammenzusetzen, brauchen wir unsere Kordel. Die ist in der Zwischenzeit getrocknet und wir können sie einmal in die Tasche einfädeln. Jetzt bringen wir unser Verbindungsstück an. Das schieben wir einfach auf die Kordel, und zwar so rum, dass die schöne Seite oben ist, wenn die Kordel nach unten hängt. Und im letzten Schritt können wir die Quasten festkleben. Wie ihr seht, habe ich meine Innenseite mit roter Farbe bemalt. Das ist natürlich Geschmackssache, beziehungsweise viele Stoffe sind auch auf der Innenseite dunkler. Und auch hier habe ich wieder eine Heißklebepistole verwendet, weil das einfach am besten hält in dem Fall. Fertig ist unsere Bucket Bag Quasten